Overwatch kommt in den Laden und auch auf PlayStation 4 und Xbox One. Battleborn kommt viel später und Rainbow Six Siege bekommt tatsächlich ein Echtgeldsystem. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und das sind heute die News. Overwatch Origins heißt die Ladenversion von Overwatch, die nicht nur für den PC, sondern auch für PlayStation 4 und Xbox One angeboten werden soll. Das ist so gut wie offiziell, denn vermutlich hätte diese Ankündigung noch nicht rausgesollt. Tatsächlich haben wir die Informationen aber von einer zu früh veröffentlichten Werbegrafik, die ins Battle.net kurzzeitig hochgeladen worden ist. Und da findet man dann auch Informationen zum Release-Termin. Im Kleingedruckten steht nämlich, dass das Spiel bis spätestens 21. Juni 2016 erscheinen soll. Übrigens, im gleichen Atemzug ist dann auch der Release-Termin für die nächste WoW-Erweiterung World of Warcraft Legion veröffentlicht worden. Auch da hat nämlich ein Blizzard-Mitarbeiter zu früh eine Werbegrafik live geschaltet und da ist die Rede, dass das Spiel bis spätestens 21. September 2016 erscheint und einen Charakterboost auf Stufe 100 haben wird. Ob übrigens Overwatch jetzt nur in dieser Ladenversion verfügbar sein wird oder auch als Free-to-Play-Spiel angeboten werden wird, da müssen wir abwarten, bis die offizielle Ankündigung heute im Rahmen der BlizzCon erfolgt. Und nochmal Shooter mit Comic-Grafik, diesmal geht's aber um Battleborn und zwar dessen Verschiebung. Wie nämlich der Publisher 2K Games ankündigt, wird das nicht mehr wie geplant am 9. Februar, sondern erst am 3. Mai, also knapp 3 Monate später erscheinen. Warum man das so verschiebt, das ist nicht bekannt. Zu Battleborn soll es Anfang des Jahres 2016 einen öffentlichen Beta-Test geben. Ob der wie geplant stattfindet oder auch nach hinten verschoben wird, da müssen wir auch noch auf weitere Infos warten. Die Gerüchte sind wahr, Rainbow Six Siege bekommt ein Echtgeldsystem, die sogenannten R6 Credits, mit denen soll man Operators und Waffenskins kaufen können. Aber keine Sorge, man soll sich die meisten Inhalte auch einfach so erspielen können. Die meisten Inhalte ausgenommen davon sind besonders exotische Waffenskins. Dieses Renown-System funktioniert so, dass ein Spieler beim Spielen pro Stunde ca. 1000 Renown-Punkte anhäuft. Der erste Operator aus jeder Eingreiftruppe kostet dann 500 Renown-Punkte, der zweite 1000 und so weiter. Zumindest bei allen, die vor dem Launch schon im Spiel sind. Alle, die nach dem Launch veröffentlicht werden sollen, die sollen richtig teuer sein und ganze 25.000 Renown-Punkte kosten. Wer das überschlägt, kommt drauf, dass man dann 25 Stunden für nur einen Operator spielen soll. Und wer diese Zeit nicht aufbringen will oder kann, kann sie auch für Rainbow Six Credits kaufen. Da würde ein Operator 600 Rainbow Six Credits kosten, also knapp 5 US-Dollar. Trotzdem hat Ubisoft angekündigt, dass es kostenlose Inhalte geben soll, erstmal für ein Jahr. Pro Jahreszeit erscheint dann eine neue Karte und 2 Operators. Außer der Reihe soll es außerdem neue Spielmodi und saisonale Events geben. Das war's für diese Woche mit den News. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dahin, weiterspielen.